Mehr Dividende für weniger Geld. Ich präsentiere euch drei Dividendenaktien mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite. Wir schauen uns die an, analysieren die und gucken mal, welche Aktie man sich da ins Depot legen kann. Herzlich willkommen zu Dividendenaktien mit Rabatt. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Gründer des Aktienfinders und an der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Aber ich denke, wohlfundierte und spannende Informationen. Ich habe auch drei Aktien mir mal diesmal ausgesucht. Ich denke, da ist wirklich für jeden was dabei. Und insbesondere die zweite Aktie, die hat es schon in sich. Also diese Aktie ist wirklich ein Unikat und die haben sich auch einige von euch gewünscht. Ich habe mir die dann angeschaut und ich habe noch nie so eine Aktie mit solchen fundamentalen Zahlen analysiert. Also wirklich spannend. So, jetzt geht's aber los. Die erste Aktie ist für einige schon ein alter Bekannter, ist die Hershey Company. Und eine Geschichte möchte ich euch zeigen. Die Hershey Company, die ist ja auch im Starterdepot drin, ist eine Qualitätsaktie. Starterdepot habe ich auch hier in meinem Merkzettel. Hier ist das Starterdepot. Und da filtere ich mal kurz drauf und dann seht ihr dann die 20 Aktien, von denen fast alle Dividende ausschütten, bis auf Amazon. Und Hershey Company glänzt jetzt mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite. Und ich beweise euch das jetzt im Aktienfinder. Und zwar haben wir hier die neuen Delta-Spalten, die sind ganz neu, klingt ein bisschen kompliziert. Was du damit direkt siehst, ist, um wie viel höher, um wie viel Prozent mehr fällt die Dividendenrendite im Vergleich zu beispielsweise im Durchschnitt der letzten 12 Monate aus. Also bei der Hershey Company, und das habe ich jetzt schon sortiert hier, siehst du, dass die aktuelle Dividendenrendite um 0,57% höher ist als im Durchschnitt der letzten 12 Monate, also des letzten Jahres. Diese ganzen Aktien hier, die glänzen mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite, auch Diageo, McDonald's, Cisco Systems, Pepsi, Johnson & Johnson, LVMH sogar auch, United Health Group, Illinois Tools, dann wird es immer weniger. Und hier unten hast du dann Aktien, die halt auch sehr gut gelaufen sind, natürlich Texas Instruments, SAP, Microsoft, Novo Nordisk insbesondere. Die haben jetzt eine eher niedrigere Dividendenrendite im Vergleich zum Schnitt der letzten 12 Monate. Und dann haben wir auch noch das Ganze im Vergleich zum letzten 2 Jahren, Schnitt 5 Jahren und 10 Jahren. Das ist das, was es vorher im Dividendenalarm gab. Das haben wir jetzt in den Aktienfinder integriert. Und du kannst dann hier auch die Kauflimits setzen anhand der Dividendenrendite. Theoretisch auch Verkaufslimit, habe ich aber ausgeblendet. Und hier siehst du zum Beispiel, dass Johnson & Johnson mit 3% ist schon für attraktiv halt, aber die habe ich schon im Depot. So, gut. Und ich würde sagen, wir fangen auch hier mit der Top-Dividendenaktie mit Rabatt im Starterdepot an, nämlich mit der Hershey Company. Und hier ist übrigens das Starterdepot. Ich verlinke das Ganze auch, wenn du ein Echtgelddepot suchst, um dich inspirieren zu lassen, wie du investieren kannst, dann wäre das Starterdepot ein Beispiel für eine gelungene Dividendenstrategie. Und das ist die Hershey Company. Und wir sehen hier, wir haben eine Position von 1.600 Euro wert. Wir sind hier leicht im Minus mit 2,4%, das übersetzt sich in 39 Euro und 37 Euro haben wir Dividende gekriegt, brutto. Also ich würde mal sagen, rote Null. Wenn wir jetzt aber mal die Hershey Company im Detail uns anschauen, den Filter mache ich mal aus hier, dann sehen wir die Dividende, die relativ hoch ausfällt, hier. Wir haben hier die Dividendenrendite von 2,8% momentan. Das ist deutlich mehr, als es beispielsweise hier im April letzten Jahres gab. Da gab es gerade mal 1,5 Prozentpunkte. Wenn wir hier den 12-Monats-Durchschnitt einblenden, dann sehen wir hier übrigens dann auch, der lag bei 2,25%. Jetzt haben wir 2,85% und es sind knapp 0,6% mehr, nämlich genau dieser Wert hier, den wir hier angezeigt haben. Jetzt habe ich die Hershey Company hier gerade nicht mehr drin. Holen wir uns mal die Aktie wieder rein. Dann wird es hier die knapp 0,6%. Jetzt haben wir hier einen soliden Dividendenzahler, wie man hier schön sieht, an den blauen Balken hier. Dass die Dividende jetzt so stark hochgegangen ist, hat natürlich damit zu tun, dass es beim Aktienkurs entsprechend stark nach unten ging. Jetzt kann man sich die Frage stellen, oder sollte man sich die Frage stellen, was ist da passiert? Und da gibt es jetzt
drei Gründe insbesondere, warum der Aktienkurs nach unten gegangen ist. Das eine sind die hohen Rohstoffkosten, insbesondere der Kakaopreis, den ich hier mal bei Trading Economics eingeblendet habe. Hier sieht man, wie der in die Höhe geschossen ist. Der hat sich also gut vervierfacht innerhalb eines kurzen Zeitraums. Jetzt kam er wieder ein bisschen runter, aber es ist deutlich teurer geworden. Und trotz Derivaten, Future-Optionen etc., die die Hershey Company's Management anwendet, um die Rohstoffkosten abzufedern, geht das natürlich nicht spurlos am Ergebnis vorbei. Es gibt noch einen anderen Grund für den relativ schwachen Kursverlauf hier. Gucken wir uns jetzt mal kurz an, wie schwach der Kursverlauf tatsächlich war. Hier auf ein Jahr, hier auf ein Jahr sieht man dann, dass die Aktie wirklich deutlich nachgegeben hat, hier 27%. Und da steckt auch so ein bisschen die Befürchtung drin von den neuen Abnehmpräparaten, wo Novo Nordisk unter anderem oder Eli Lilly die rausgeben bzw. erforscht haben und sich da jetzt eine goldene Nase dran verdienen. Ihr wisst, was Walmart, glaube ich, gesagt hat, dass sie beobachtet hätten, dass die Konsumenten jetzt weniger Süßigkeiten im Einkaufswagen hätten. Also, und dann haben wir noch das allgemeine raue Konsumklima mit relativ hoher Inflation, was dazu führt, dass eher No-Brand-Schokolade gegessen wird. Die Hershey Company ist ja der Marktführer in den USA mit über einem Drittel Marktanteil und damit auch verbunden mit der hohen Inflation ist ein hohes Zinsniveau und dann auch ein entsprechend etwas höherer Zinsaufwand, den wir hier haben, der das Ergebnis ebenfalls belastet. Und es übersetzt sich dann entsprechend in Fundamentaldaten, denn wir haben jetzt hier erstmal, nachdem wir eine sehr schöne Gewinnentwicklung hatten, eine Stagnation. Das heißt, die Umsätze sollen weiter leicht wachsen um die 2-3% Umsatzwachstum. Die Margen allerdings, hier sieht man das, die sind zwar auf Allzeithoch derzeit die operativen Margen, aber sie sollen leicht unter Druck geraten, weshalb dann in Summe der Unternehmensgewinn eher stagnieren bzw. leicht rückläufig sein soll. Was das Ganze aber interessant macht, das ist eben, dass die Aktie eventuell schon günstig zu haben ist, das kriegen wir gleich raus, dass wir hier einen soliden Dividendenzahl haben und dass dann später, wenn der Gegenwind, insbesondere der hohe Kakaopreis, dann nachlässt, dann sollten wir wieder ein schönes weiteres Wachstum haben und dann sollte auch der Aktienkurs wieder anziehen. An der Stelle keine Kaufen für keine Verkaufsempfehlung. Genau, wir haben auch noch Aktienrückkäufe hier, wie man sieht. Und da kommen wir ganz kurz dazu, ob die Dividende sicher ist. Da blenden wir den freien Cashflow ein. Da sehen wir, dass der freie Cashflow erstmal relativ stark rückläufig ist. Das hat meines Erachtens insbesondere auch mit erhöhten Softwareausgaben zu tun für ein neues ERP, Enterprise Resource Planning System, das jetzt aber abgeschlossen wurde, habe ich gelesen. Geht natürlich dann darum, dass das Unternehmen effizienter wirtschaftet. Man sieht auch, dass der operative Cashflow, der ist nur sehr leicht rückläufig und der freie Cashflow stärker rückläufig. Das heißt, das sind halt die höheren Investitionen gewesen, aber ihr seht hier, dann geht es wieder hoch. Das heißt, ich halte die Dividende für sicher. Was Unternehmen natürlich auch machen können, bevor Dividenden gekürzt werden, wäre dann natürlich auch Aktienrückkäufe einzustellen. Hier seht ihr die eigenen Aktien im Depot bzw. im Bilanzbestand, so muss man das sagen. Gut, dann gucken wir uns mal die Bewertung an. Gehen wir erstmal in die Multiples rein. Und ich denke, das sieht man schon, wir haben auf den bereinigten Gewinn, man kann auch den bilanzierten fast nehmen an der Stelle, ist egal, auf den bereinigten Gewinn hier ein durchschnittliches KGV von knapp 23. Momentan sind wir eher so bei um die 20, sogar etwas drunter. Man sieht also schon rein optisch, dass wir hier eine Aktie haben, die unterdurchschnittlich hoch oder die günstiger ist als im Schnitt der Vergangenheit. Und dann sehen wir hier, dass das KGV erstmal stagnieren soll, weil der Unternehmensgewinn auch stagniert und dann soll der Unternehmensgewinn wieder stärker steigen. Das würde dazu führen, dass das KGV noch weiter runtergeht und dann wäre natürlich auch mit Kursgewinn zu rechnen. Jetzt gucken wir mal, wie hoch die ausfallen könnten und dann nehmen wir ebenfalls den bereinigten Gewinn, der so entsprechend aussieht. Und im bereinigten Gewinn bis hin zum bilanzierten Gewinn, was sind da die Unterschiede? So ganz kurz beispielsweise die Gewinne oder Verluste aufgrund von den
Derivaten, von den Futures-Kontrakten, um die Rohstoffkosten abzusichern. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn, was in beide Richtungen ausfallen kann. Also hier sehen wir beispielsweise, momentan ist der bilanzierte Gewinn etwas höher als der bereinigte Gewinn. So, hier sehen wir nochmal eindrucksvoll, wie die Aktie Federn gelassen hat. Und jetzt gucken wir uns mal, was der faire Wert sagt. Und der sieht so aus. Da sehen wir hier, dass wir eine starke Übertreibung hatten hier, wo die Aktie krass überbewertet war, bis zu 275 Dollar, wo der faire Wert gerade bei so 200 Dollar knapp lag. Da haben wir jetzt die starke Korrektur. Und basierend auf dem durchschnittlichen KGV von 22,6 haben wir jetzt momentan einen fairen Wert von 220 Dollar. Aktie kostet nur in Anführungszeichen 180 Dollar. Das heißt, wir hätten hier dann entsprechend eine starke Unterbewertung, eine relativ deutliche Unterbewertung und ein Renditepotenzial. Ich gehe jetzt mal hinten und verknüpfe die Renditeerwartung bis ganz hinten, obwohl dann nur noch wenige Analysten da sind, weil ich das, was ich hier sehe, die Zahlen auch für dieses Geschäftsjahr noch, für das Geschäftsjahr 2027 für realistisch halte. Und zwar haben wir jetzt hier erstmal Stagnation im laufenden Geschäftsjahr, Gewinnwachstum von 0,2% im laufenden Geschäftsjahr wäre das hier 1,4 und dann aber wieder stärkeres Wachstum von so zwischen 7 und 8% beim Gewinn. Und das sind auch Zahlen, die wir hier öfter hatten, so ungefähr. Deshalb korrigiere ich hier auch nichts nach unten. Und das würde dann dazu führen, dass wir eine Renditeerwartung haben von 12,6% auf die nächsten 3,5 Jahre, jährlich über 50% in Summe bis zum Ende 2027. Das halte ich schon für ganz ordentlich. Und insofern, denke ich, ist es auch eine ganz interessante Aktie. Jetzt kommt die nächste Aktie und die ist außergewöhnlich. Und da haben einige von euch sich das auch gewünscht. Und das wäre Höegh Autoliners. Höegh Autoliners, deren Dividendenrendite fällt um 9% höher aus als im Durchschnitt des letzten Jahres. Sogar um 15% höher aus im Durchschnitt der letzten 2 Jahre. Also das sind Zahlen, die sind natürlich schon krass. Und was haben wir hier für eine Dividendenrendite? Knapp 30%. Normalerweise, wenn man sowas sieht, heißt es einfach davonrennen. In diesem Fall lohnt sich tatsächlich eine Analyse. Was machen die? Höegh Autoliners, oder ich zeige euch ja kurz die Dividendenhistorie, die sieht so aus, sie schütten erst seit 2022 aus. Die Dividende lag sogar schon bei 33%. Und hier seht ihr Dividendenkürzungen und nichtsdestotrotz, trotz mehrfacher Kürzung der Dividende, sondern die Dividendenrendite Anfang 26 immer noch bei über 20%, bei 23,6% liegen. Okay, Performance der Aktie seht ihr hier. Also die sind noch nicht so lange börsennotiert. Es war schon eine hervorragende Performance von über 670% mit Dividende seit Spätjahr 2021. Und da lohnt sich schon die Analyse. Höegh Autoliners, ein Unternehmen aus Norwegen, glaube ich, oder ist es Schweden? Lass uns mal kurz gucken. Was ist das für eine Fahne? Norwegen. Ein Unternehmen aus Norwegen, sagt ja noch was zur Dividende. Die sind im Frachtgeschäft tätig, und zwar aber nur für Roll-in, Roll-out, also für Autos im Prinzip. Die transportieren auch andere Sachen, Baumaschinen und für Bergbaumaschinen und so Sachen, ich glaube sogar Züge oder sowas, aber hauptsächlich Autos. Autos werden ja in einem Teil der Fabrik produziert, zum Beispiel in China, und dann um die ganze Welt verschifft. Und genau dafür ist das Unternehmen da. Und das ist ein Nischenmarkt, der komplett anders läuft als die reguläre Containerschifffahrt. Das sieht man dann auch, wenn man sich beispielsweise die Gewinnentwicklung anschaut von anderen Unternehmen wie AP Møller - Mærsk aus Dänemark. Und wir haben hier also quasi einen Nischenmarkt vor uns. Und Höegh Autoliners setzt voll drauf und die setzen auch voll auf Expansion. Ihre Flotte umfasst momentan 36 Schiffe, davon gehören ihnen 30 wirklich, 6 sind gechartert. Und die wollen es wissen, die haben jetzt Verträge mit einer chinesischen Werft geschlossen, also einem chinesischen Schifffahrtsbauer, um eine neue Klasse von Transportschiffen, Aurora-Klasse heißt es,
bauen zu lassen. Die haben sie auch selbst entworfen. 12 Schiffe, also die wollen ihre Flotte um ein Drittel vergrößern, mit Option auf 8 weitere Schiffe. Und die setzen voll drauf, dass der Transport von, dass der Schifffahrtstransport von Autos weiterhin sehr stark nachgefragt sein wird. Moment, es ist ja auch tatsächlich so, also ihr seht hier in der Fundamentalanalyse, sehen wir zunächst einmal, dass die den kompletten Gewinn ausschütten. Das ist auch ihre Dividendenpolitik. Und warum die Dividende so stark steigen konnte, ist in erster Linie den Margen zu verdanken. Ihr seht hier, wie stark, ihr seht hier die operative Marge, wie stark die gestiegen ist. Und die hat entsprechend den Gewinn, das läuft 1:1, nach oben getrieben. Die operative Marge lag noch in 2020 aufs Geschäftsjahr bei 1,6%. Sie war also kaum vorhanden. Und sie liegt jetzt bei 41%. Die ist also förmlich explodiert. Was natürlich damit zu tun hat, dass es nicht genügend Schiffe gibt, um die ganzen Autos auf dem Seeweg zu transportieren. Weshalb ja auch Höck-Autoliner jetzt hingeht und mindestens 12 neue Schiffe haben möchte. Eines dieser Schiffe ist ungefähr so groß, da passen über 9000 Autos rein. Also nur mal die Dimension zu sehen. Und laut Analysten sollen hier die Margen so hoch bleiben. Das würde dann natürlich auch heißen, der Gewinn bleibt so hoch. Es würde auch heißen, die Dividende bleibt auch ungefähr so hoch. Deshalb dann halt über 20% Dividende Jahr für Jahr. KGV, spottbillig, liegt bei irgendwo um die 3-4. Wo haben wir das? Hier, zwischen 3 und 4 ist der Hammer. Und da ist jetzt also, im Prinzip ist da ein Widerspruch. Wie kann das sein, dass die Aktie so günstig ist? Und ich sehe da tatsächlich auch ein Risiko, nämlich die ganzen Nachrichten, die wir lesen, die Globalisierung ist im Prinzip, wird zurückgedreht. Gerade im Automobilsektor haben wir jetzt Tarife in den USA, auch in Europa, bezüglich oder gegen China insbesondere, damit die chinesischen E-Autos unsere Märkte nicht überschwemmen. Und dann gibt es natürlich Gegenzölle. Und wie dann versucht China bzw. chinesische Unternehmen das Ganze zu umgehen, ist, indem sie Fabriken bauen in den entsprechenden Märkten direkt, in die sie sonst exportieren würden. Beispielsweise BYD in, ich glaube, Bulgarien oder Ungarn, eins von den beiden Ländern, soll eine Fabrik errichtet werden. Und dann braucht man natürlich keine Transporte mehr über See. Das, abgesehen davon ist die Automobilindustrie auch zyklisch. Das heißt, das Management spielt jetzt quasi, geht davon aus, dass die Seeschifffahrt insbesondere für Autos weiterhin sehr lukrativ sein wird. Es kann aber auch sein, dass wir in den Schweinezyklus reinrennen und dann bald Überkapazitäten haben, gerade wenn man sieht, dass jetzt zum Beispiel Höck Autoliners seine Flotte um ein Drittel ausweitet. Insofern könnte auch sein, dass der Gewinn hier komplett einbricht und dass die Dividende anstatt 20% dann am Ende noch bei vielleicht 10 oder 8% liegt und der Aktienkurs entsprechend dann wieder auch stark runterkommt. Also ich glaube einfach, dass in dem niedrigen KGV und der hohen Dividendenrendite das Risiko eingepreist ist eines zyklischen Markts, wo die Zyklik einen unfreundlichen Verlauf nehmen wird. Gut. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist sportbillig, also der Gewinn hier, ist KGV ist nicht repräsentativ, wenn wir uns das Ganze mal angucken. Sie ist zwar, das KGV ist zwar im Durchschnitt mit 2,63 niedriger als das aktuelle KGV mit 3,7, trotzdem ist die Aktie an sich sportbillig. Also das heißt ja nichts anderes, als dass in weniger als 4 Jahren der komplette Aktienkurs durch den Gewinn gedeckt ist. Gehen wir mal hier in den fairen Wert rein und ich nehme aber hier den bilanzierten Gewinn, der sieht nämlich deutlich besser aus als der bereinigte Gewinn hier bei der Bewertung. Jetzt zoomen wir noch ein bisschen rein, noch ein bisschen näher rein und da sieht man im Prinzip, dass die Aktie mit einem aktuellen KGV vom bilanzierten Gewinn von hier 3,7 überbewertet ist tatsächlich. Und wir haben hier also dann, wenn wir einfach vom Durchschnitt ausgehen, mit Kursverlusten zu rechnen. Ich gehe bis hierhin und der faire Wert wäre dann Ende 2026 bei 82 norwegischen Kronen.
Der aktuelle Kurs liegt bei 120 norwegischen Kronen. Und dann machen wir mal, verbinden mal, gucken wir uns mal die Renditeerwartung an. Der Witz ist an der Sache, das habe ich noch nie gesehen, dass, obwohl wir hier relativ deutliche Kursverluste hätten von um die 30% hätten wir insgesamt über den Zeitraum, hätten wir immer noch eine jährliche Renditeerwartung von 12,3% brutto, mit Bruttodividenden, nur wegen den Dividenden oder nur dank der Dividenden. Also ist was schon krass. Kommt natürlich, so eine Aktie kommt natürlich nur in Frage für Freunde von hohen Dividenden. Das sieht man auch an der Scorecard. Da der Dividendenertragsscore liegt bei 8. Wir haben auch ein starkes Gewinnwachstum, einen starken Score, was ja damit zu tun hat, dass der Gewinn hier förmlich explodiert ist. Aber es sind halt, das ist halt den hohen Margen zu verdanken, der Margenexpansion, die jetzt aber das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Also hier täuscht der Score hier an der Stelle. Für Dividendenwachstum gibt es keinen. Das sehen wir hier im Tooltip, weil wir noch kein Dividendenwachstum für 5 Jahre berechnen können, weil der Zeitraum zu kurz ist. Also kommt faktisch nur für Freunde von extrem hohen Dividenden in Frage. Und da muss ich auch noch sagen, die Besteuerung von norwegischen Aktien ist ein bisschen schade, denn die Quellensteuer liegt bei 25%. Davon rechnet der deutsche Staat nur 15% an, also 10% bezahlen wir mehr. Also statt 26, irgendwas Prozent werden es 36, irgendwas Prozent sein, die von der Dividende abgezogen werden. Nichtsdestotrotz, ich würde euch die Aktie vorstellen, weil ihr es auch gewünscht habt und weil ich so eine Konstellation auch noch nie gesehen habe. Gut, kommen wir jetzt zur dritten Aktie. Und die dritte Aktie ist weniger spektakulär, ist eine Aktie, denke ich, die kennt jeder, United Parcel Service, UPC. Ne? Da muss man mal gucken, was haben die für ein Kürzel. United Parcel Service, hier sind sie, UPS natürlich. So, hier sind wir schon mal beim Score und das sieht man hier eher Dividendenwachstum oben mit einer 7. Und gucken wir mal, wie hoch die Dividendenrendite, die jetzt gerade ausfällt. Dann müssen wir hier hin, da sehen wir, die Dividendenrendite liegt so ähnlich wie bei Hershey um die 0,6% höher als im Durchschnitt der letzten 12 Monate. Und wenn wir jetzt die Durchschnitte noch weiter nehmen, dann kommen wir auf eine noch höhere Dividendenrendite. Das heißt, die Dividendenrendite steigt schon relativ lange an. Gucken wir uns das mal, wie das dann wirklich hier aussieht. Sieht man hier, wenn man hier so ein Lineal quasi ranziehen würde, dann sieht man, dass die Dividendenrendite über einen langen Zeitraum immer weiter anzieht. Hier, Corona, UPS, ein Parcel Service, war ein Profiteur von Corona, als die Leute insbesondere halt sehr weniger im stationären Einzelhandel gekauft haben, mehr bestellt. Im Onlinehandel hat natürlich UPS davon profitiert. Dann ging die Dividendenrendite runter auf bis unter 2%, weil der Aktienkurs stieg. Jetzt haben wir eine Dividendenrendite von halt 5% und die Dividendenrendite soll weiter steigen und dann auch 5% erreichen. Anfang 2026, wenn wir uns die Performance angucken, dann ist die so, wie ich es gerade erzählt habe. Und auf 5 Jahre, da sehen wir hier Corona Crash, dann aber eine starke Performance, weil wir hier einen Profiteur hatten und dann hatten wir hier spitzen Aktienkurs von um die 230 knapp und jetzt starke Korrektur hier, wie wir sehen können, auf 137 US-Dollar. Entsprechend dann auch die Aktie wieder gestiegen. Und hier sehen wir auch die Gewinnexplosion im Zuge von Corona und jetzt dann eben hier wieder die Korrektur, sage ich mal. Unter anderem rückläufigen Umsätzen geschuldet, aber in erster Linie rückläufigen Margen geschuldet. Also die Margen stehen stark unter Druck. Warum? Steigende Lohnkosten haben wir hier in den USA. Ich habe noch eine Zahl im Kopf, um 7% sollen Gehälter steigen, soll kompensiert werden durch eine höhere Automatisierung. Wir haben natürlich noch die Nachwehen des E-Commerce-Booms, wo man gedacht hat, es geht ewig so weiter, was auch Amazon beispielsweise gedacht hat, wo man dann in die Infrastruktur, in die Logistik viel Geld reingesteckt hat und jetzt merkt man, oh, das wird gar nicht benötigt. Also an Überkapazitäten. Die versucht man auszulassen durch neue Services. Einer heißt beispielsweise Roadie. Roadie will man Möbel liefern jetzt. Oder auch im Healthcare-Bereich will man da jetzt mehr Fuß fassen, Marktführer sogar werden. Man will also Medikamente transportieren oder
Laborproben, wo es teilweise dann spezielle Bedingungen gibt, wie Tiefkühlung für Laborproben. In Summe würde ich sagen, das Ganze ist eine Turnaround-Story. Man ist momentan in einer relativ schlechten Verfassung. Die Dividende ist auch relativ knapp noch gedeckt vom freien Cashflow. Das heißt also nicht, dass die Dividende jetzt 100% sicher ist. Ich glaube, es gibt auch noch leichte Aktienrückkäufe. Da könnte man noch ein bisschen Geld sparen, aber nichtsdestotrotz, der Turnaround sollte gelingen, damit die Dividendenrendite weiter steigt. Dann wäre das sicherlich auch ein gutes Investment. Wie gut, das können wir uns gleich bei der Bewertung mal anschauen. Wir haben hier jetzt eine Bewertung anhand des Multiples auf den bereinigten Gewinn, die im Prinzip im Schnitt liegt, im Durchschnitt. Und hier gehen wir mal vom Turnaround aus. Das sind auch die Analysen, die davon ausgehen. Dann sieht man hier, weil der Gewinn dann stark ansteigen soll, wie stark dann die Multiples quasi schrumpfen würden. Hier auf nur noch 10 Anfang 2027. Das heißt, da wären dann Kursgewinne eingepreist, eine automatische Folge davon. Wie hoch könnten die ausfallen? Gucken wir uns mal das Ganze an. Wir nehmen den bereinigten Gewinn hier und dann auch den fairen Wert auf den bereinigten Gewinn. Zoomen wir mal rein. Und man sieht hier schön, bei der steigende Gewinn dann auch den Aktienkurs nach oben gezogen hat, was soweit auch fundamental erstmal gerechtfertigt schien, bis dann man gesehen hat, okay, das ist nicht von Dauer, der Gewinn fällt wieder. Und wir sind jetzt im Prinzip genau am fairen Wert angelangt hier. Das heißt, die Aktie ist derzeit fair bewertet. Und das Interessante ist jetzt hier, falls der Turnaround gelingt und die Margen insbesondere wieder anziehen, da haben wir hier mit schönen Kursgewinnen zu rechnen. Ich würde auch, ja, ich gehe mal bis hier hin, wo die 16 Analysten das Ganze noch abschätzen, hätten wir eine Renditeerwartung von 19% aufs Jahr. Ich habe das nicht korrigiert hier irgendwie, das KGV, weil wenn wir uns mal hier die Wachstumsraten ansehen von prognostizierten, nachdem wir den Turnaround schaffen, von 15-18%, da ist ein KGV von 17 durchaus gerechtfertigt. Wir haben schon mal Zeiten gehabt, in denen der Gewinn ähnlich stark gestiegen ist, hier mal sogar 20% beispielsweise. Und das ist ja genau, also das wäre jetzt die dritte Dividendenaktie mit Rabatt. Ich denke, mit unserer neuen Erweiterung hier, der Integration des Dividendenalarms in den Aktienfinder, ist es also jetzt noch einfacher geworden hier, Dividendenaktien mit Rabatt zu finden. Das sind alles Dividendenaktien mit Rabatt, by the way. Natürlich geht ihr dann hin und filtert dann den Schrott raus, sage ich mal. Das heißt, man filtert hier nach stabiler Gewinnentwicklung, nach stabilen Cashflows vielleicht auch, nach stabilen Dividenden. Das heißt, hier Stabilität der Dividende, Dividendenrendite 2% und so weiter. Dann gucken wir mal hier, was übrig bleibt. Hier ist natürlich Höck Autoliners gleich ganz oben und dann noch diverse andere Unternehmen. Falls du noch mehr Inspiration auch haben willst, außerhalb des Screeners direkt, dann kannst du hier in Dividendenaktien mit Rabatt reingehen. Da gehen wir Monat für Monat hin und präsentieren 3 Dividendenaktien mit Rabatt und die Top 30 anhand eurer Kauflimits, die ihr hier jetzt im Aktienfinder gesetzt habt, also hier. Gut, also reichlich Material auch für eure eigene Aktiensuche. Könnt aber trotzdem noch vorschlagen, die eine oder andere Aktie, die eurer Meinung nach interessant ist, in den Kommentaren. Auch so wie Höck Autoliners, wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Na, vielleicht doch, keine Ahnung. Jedenfalls an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.